Hallöchen meine Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, ja, hier vom Kanal, mit mir nämlich Let's Play, hi. Ja, ich habe hier schon ein bisschen angefangen, ich nur gerade gucken wegen dem Ton, was sollte passen für euch, hoffe ich mal, ich noch ein bisschen leider den Spielton, so, oder hier noch ein bisschen leider, sollte vielleicht noch passen, ich bin wie gesagt sehr laut. Wir sind hier dabei, also ich bin hier dabei, habe das Stroh jetzt schon hingekarren lassen vom Getragfahrer. Jetzt bin ich da schon mal, ich würde das reinkippen gerne. Ich hätte schon was produziert, das ist super. Denn dann kommen wir gleich direkt mit dem Fendt Y. Oh, das ist laut hier. Und mit dem ja, wie heißt? Mit dem ja, mit dem Anhänger kommen wir losgehen auf den Türenaufsatz. Erst beim Holz habe ich noch keine Zeit gehabt, was rauszusuchen. Naja. Da könnte man zum Beispiel noch einen Trecker kaufen. Der kippt ab, okay, der wird ein bisschen länger. Aber wenn ich noch was. Jetzt geht schon egal, ich kann euch was zeigen. Und zwar habe ich hier das Gearbox Element reingenommen, um zu üben. Da wollen wir dann ein neues Projekt spielen werden. Ich kann hier Drehzahl erhöhen, untersetzen, statt Handgas. Weil ich werde ein Projekt im nächsten Mal anfangen, vielleicht. Spekuliere ich mal. Wo ich ja noch das Gearbox Addon verwenden werde. Das Projekt weiß ich nicht, wann es anfangen wird. Auf jeden Fall irgendwann. Auf der Stadt. Ach, sag ich mal so. Das sag ich euch mehr nicht. Ja, den habe ich vorhin schon gefüllt. Bei Big Big am Rand. Der ist auch eigentlich. Nee, das. Ja, hat er auch. Ja. Haben wir jetzt eigentlich noch Strom im Lager? Da wäre ja mal jetzt eine Frage. Nö, leer. Super. Ja, was bringt eigentlich der Kompost? Mal gucken. Das ist mal kein Kompost. Würde ich mal schätzen. Auf jeden Fall denke ich mal, wäre mir das erste. So, Dingsbringen heißt. Ah. So. Wir haben keine Schaufel. Verdammte. Na Kacke. Da haben wir eine. Gucken. Wir hätten die geilen Gabelzange für ein Radlader. Die könnte, glaube ich, Kompost laden. Wir schon gerne Schaufel holen. Wisst ihr was? Wir machen jetzt etwas ganz sehr nicht wirklich Gutes. Ich muss einen hohen Kredit auf. Ungefähr so. 50.000er Kredit, das ist nicht gerade super. Vielleicht können wir uns damit eine große Schaufel holen. Ich habe in einem Let's Play vom lieben Werner gesehen, dass die Schaufel hier sehr gut sein sollte. Müssen wir mal kaufen. Die soll wohl sehr gut sein, sagt er. Hm, werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Aber was würde ich die ganze Zeit hier machen? Just so, so. Ich leg sogar das alte Drive-Control mit reinzunehmen, weil er so langsam Gas gibt in die Maschine hier. Obwohl, das wäre doof fürs andere Projekt. Das wäre nämlich das nächste Projekt, was ich vorhabe. Soll ein sehr, sehr stark realistisches Projekt werden, wo man sehr viel mit Realismus spielt. Also, halt dem erst nicht hingeht und sagt, ja, komm. Wir fahren jetzt immer mit 50 über den Acker oder so. Nein. Auch kein Menschenumfeld und so. Wirklich alles schön ordentlich macht. Auch mit Gearbox-Addon. Allen drum und dran. Was schön. Fruchtzerstörung vielleicht auch. Seasons-Mode. Wirklich verstoppbar mit großen Maschinen. Ja, passt gar nicht. Vielen Feldern und engen Wegen.
Das ist so das Geilste. Da freue ich mich schon. Und in Ansicht voll. Du fährst jetzt nach Hause. Hof zu Kompostern. Nee, Hof zu Hen. Zentler, würde ich sagen. Sag mal, wenn du da bist, noch ein bisschen mehr Gas hier. Direkt mal nach Hause fahren. Ja, gut, klappt. Super, warte mal. Gut. Wir können direkt nach Hause fahren und zwar. Okay. Und nach Intern. In Intern. Wie kommen wir jetzt eigentlich? Da würde ich mir noch gerne. Allerdings. Mehrwerk. Oh Gott, nämlich die Felder abnehmen. Dam, dadam. Gärtnerei. Ah, da ist das weg. Ja. Das könnten wir schon abholen. Hier fehlt halt der Kompost. Oh, und wir müssten Gülle aus den Güllegruben noch abholen. Können wir die Gülle verkaufen? Das ist eine Frage. Wenn wir die verkaufen können, wäre auch geil. Ja, wir können ja Baumarkt verkaufen. Ist nicht viel, aber etwas. So ein kleines Taschengeld wäre es schon wert. Jawollo. Hier, das haben wir angebaut. Ganz viel Raps. Gerste. Alles verkaufen. Denke ich mal. Tun wir auch den Deutsch eigentlich gleich direkt hier nach düngen lassen. Gerade gucken, wie es eigentlich mit Düngen. Ja, ich bin jetzt sehr hektisch hier also machen. Dunkel, mittel, mittel, hell, hell. Also da muss noch mal gedüngt werden gleich. Das wird gleich gedüngt, das hier. Da habe ich das schon gedüngt. Mal gucken. Ach nee, das ist das ja. Also das hier wird gleich noch gedüngt. Und dann wird Wachs vorgespult, dass das und das gedüngt. Okay. Gib Gas. Auf welcher Seite? Doof. Und hier mit den Big Bags? Das ist auch so eine Sache. Ich habe welche gefunden, die kann man in die Schaufel reinhängen. Ich habe die schon mit drin, glaube ich. Die kann man im Vorteil reinhängen. Die finde ich tausendmal besser. Paletten. Hier die. Sind es kleiner? Bisschen teurer. Kann man hier oben reinhängen. Seht ihr hier die Schlaufe? Nein. Das denke ich mal, werden die auch einfacher sein. Ich hoffe mal ganz fest, dass der Xylon irgendwas eingewischt hat. Sonst wird es ein bisschen doof. Denken wir nachher noch unsere eigene Wiese dahin. Die wir irgendwann bewirtschaften könnten. Ich hoffe, so weit hoch machen, sonst sehe ich nichts. Wenn ich wieder runter mache. Ich stehe mal oben, weil sonst wird eng. Aber hier, wenn ich die runter mache. Voll ein Bild. Jetzt volles Bild. Diese SCS-Trophäen, das hasse ich. Die haben alle eigene Kameras. Das ist schrecklich.
nicht, ob diese Woche überhaupt noch alle Folgen kommen werden. Von Intel. Wir haben jetzt 21:38 Uhr. Ich bin müde, sehr müde im Moment. Weil ich die Nacht nicht viel geschlafen habe. Bin, glaube ich, um 11 ins Bett. Ja, 11 ins Bett. Und bin um 8 wieder raus. Also vorhin Nacht schon sehr wenig schlafen. Alles. Oh. Sehr geil auf jeden Fall. Und dann halt eben, ja. Schon irgendwo ein bisschen stressig. Aber vielleicht machen wir. Ich freue mich schon auf jetzt die kommende aufs Wochenende. Wenn ich Sonntag Trecker fahren dürfen. Samstag vielleicht. Machen wir nämlich Silage. Mal gucken. Ob wir überhaupt machen. So ein bisschen, steht noch ein bisschen in den Sternen. Wenn die Wildsau noch nicht alles umgepflückt haben bei uns auf den Wiesen. Das ist immer schrecklich. Ja, steht sehr beschissen, aber egal. Ich glaube, es wird eh noch nicht reichen, das Zeug, was wir haben. Also, kann ich arbeiten, fliegt der Trecker hinten noch. Uiuiui. Na, viel Platz bei der Federung. So, geht hier rein. Das ist dieses komische Teil da. Was gibt's denn dafür? Ein 6 müsste das sein, oder? Ja, 1,6. Geht ja so einiges. Wenn man der Hänger hat, Schatten 30.000 Liter, das wären dann um die 45.000 ungefähr. Komm. Ich glaube, wir werden nicht jetzt direkt den ersten Hänger verkaufen können. Wir werden zwei Hänger machen. Also den ersten hier komplett zur Gärtnerei. Den zweiten dann verkaufen. Vielleicht überlege ich sogar ein Fahrzeug für hier zu holen, das nur hier arbeitet. So kleinen Trecker. Kein Trecker, großes Heckgewicht, dann reißt es schon auseinander rein. So, mal gucken, haben wir was drin? Treckern. So ein Fendt hier. Jetzt schon hier Prim. Oder so ein kleiner Messi. Den hier habe ich noch mit reingenommen. Ich werde noch Unterstützung holen. Ein Glas zum Beispiel halt auch. Keine PS-Beschreibung. Super. Auf bei den. Den haben wir ja schon. Den habe ich noch mit rein. Den Steyr zum Beispiel könnte man da hinstellen. Aber jetzt schon sehr stark. Also Maxum hier. Sowas hier. Sowas eher Max. Das ist ein Maxum. Den da jetzt zum Beispiel. Da, den haben wir noch reingenommen. Aber, ja. Wird dann komplett voll kriegen wir den Hänger mehr. Aber, mal schauen. Wir haben gleich schon wieder die Folge rum. Zeit vergeht und vergeht und vergeht einfach. Ist Wahnsinn. Ich habe auch dieses schon mal mit reingenommen, dieses mit dem Gamebox Addon oder Getriebe Addon, wie man es auch nennt. Dass ich schon mal da üben kann, zu schalten für das neue Projekt. Einfach alles fertig, geil. Dann können wir ja vielleicht nächste Folge durchspulen.
ich das jetzt mal fertig verladen. Okay. Ich würde sagen, das war's das mit der Folge. Oh, Entschuldigung, Startbild. Das war's das mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut, ja, schaut die anderen Folgen an. Schreibt einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal.